Unser Jahresrückblick 2006 beginnt mit zwei Jubiläen. Vor 25 Jahren wurden die Pfarrbüchereien von St. Martin und St. Ulrich zur städtischen Bücherei im Kornhaus zusammengelegt. Neben dem Eingang befindet sich die Statue des Wahrheitssuchers. Der über dem bis heute nicht geklärten magischen Quadrat aus Pompeji grübelt und sich auf berühmte Werke der Weltliteratur stützt. Die Statue möchte alle Passanten einladen, auf der Suche nach der Wahrheit nicht nachzulassen. Das Gebäude selber erregt bei jedem, der es erstmals betritt, Bewunderung. 1602 war es als städtischer Kornspeicher gebaut worden, deshalb die massiven Balken. Über 43.000 Medien besitzt die Bücherei, neben Büchern auch Spiele sowie Ton- und Filmträger. Im Durchschnitt wird sie täglich von 600 Personen besucht. Daneben bietet sie ein anspruchsvolles Programm an öffentlichen Lesungen, Vorträgen und Ausstellungen. Sehr gut angenommen, vor allem von den Jugendlichen, ist auch der Internetzugang. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens hatte die Leiterin Gisela Stetter mit ihrem Team eine Veranstaltungswoche organisiert. Besonders die lange Nacht der kurzen Geschichten hat viele Besucher angelockt. Wir feiern 25 Jahre Bücherei im Kornhaus. Wir haben wunderbare Gäste. In Paris musste ich oft an Essigs Ausspruch denken: Das Leben ist eine herrliche Erfindung. Ist es auch. Man sollte sich ein Patent darauf geben lassen. Jutta Klavun und Sabine Essig boten Lyrisches mit Musik, ein Märchenerzähler entführte in Richtung Tausend einer Nacht und die Krimi-Autoren Klüpfel und Kober lasen aus ihrem neuen Allgäu-Krimi. Das heißt jetzt nicht, dass wenn einer eine bestimmte Stelle vorliest, dass er die automatisch auch geschrieben hat. Für Sie vielleicht so zur Orientierung, wenn Ihnen irgendwas nicht gefällt, dann gehen Sie einfach davon aus, dass das von Kober kommt. Ein großes Fest hat Niederwangen im Juli veranstaltet, anlässlich seiner 1150-Jahr-Feier. Herzlich willkommen in Niederwangen. Und wenn Sie das Bühnenbild sehen, über Niederwangen lacht die Sonne, scheint die Sonne. Es ist auch unser Zustand im Herzen. Wir freuen uns ganz einfach. Ortsvorsteher Rita konnte zum Festakt den Stiftsarchivar von St. Gallen, Lorenz Hollenstein, begrüßen. Die älteste Urkunde von Niederwangen liegt also in St. Gallen, im Archiv der ehemaligen Benediktinerabtei St. Gallen. Der Text in der Niederwangener Urkunde ist sehr schön geschrieben. Sie sehen hier die linke obere Ecke. Sie alle würden diesen Text ohne große Probleme entziffern können. Ego igitur regin pertus. Regin pertus, das P ist, hat einen Strich unten durch, das heißt, es ist abgekürzt für per. Regin pertus, Sie können das gut lesen. Deshalb gibt er bekannt, er mache eine Schenkung ans Kloster St. Gallen. Dann kommt der springende Punkt, die Angabe des Ortes, wo die geschenkten Güter liegen. In Argungaue, im Argengau. In loco am Ort quaedicitur, der genannt wird, und dann am Anfang der dritten Zeile Nidiron Wangun. Wegen dieser Urkunde also feiern sie heute. Reginbert ist der früheste uns bekannte Niederwangner. Jetzt müssten eigentlich in diesem Jubiläumsjahr die Knaben da, die geboren werden, Reginbert heißen. Aber ich glaube nicht, dass das Mode wird. Danach stellte der Stadtarchivar Dr. Jentsch das neue Geschichtsbuch über Niederwangen vor.
Ein stabiler Einband sorgt dafür, dass das Buch auch noch in 100 Jahren im Bücherregal Ihrer Urenkel gerade stehen wird. Von den Episoden, die Jentsch aus der langen Geschichte des Ortes herausgriff, wurden einige in Spielszenen umgesetzt. Zum guten Schluss einen Blick in die Zukunft, in das Jubiläumsjahr 2056. Verfolgen wir gemeinsam eine Ortschaftsratssitzung im Niederwangener Rathaus. So, ihr lieben Ortschaftsräte, jetzt sag ich euch mal, was ich täte für unsere Jubiläumspause. Ich gönne mir nämlich keine Pause. 1200 Jahre sind es heuer. Das gibt eine riesen Jubelfeier. Vorzubereiten gibt es viel. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Drum sag ich euch jetzt ganz bescheiden, das können wir nun echt nicht leiden. Wir fangen jetzt ganz langsam an und machen erstmal einen Plan. Die Begeisterung für die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland ist in Wangen ganz besonders eingeschlagen, denn die Stadt war offizielles Mannschaftsquartier für die Nationalmannschaft aus Togo. Schon am 15. Mai traf die Mannschaft in Wangen ein und wurde auf dem Marktplatz von Tausenden begrüßt. Eine Wangener Jazzband hatte ein Begrüßungslied in einem togolesischen Dialekt komponiert. In manchen Schulklassen konnten die Kinder ein paar Sätze im togolesischen Dialekt lernen. Weil die Togolesen die erste Mannschaft war, die in Deutschland eintraf, interessierte sich auch das Fernsehen besonders für die Gaststadt und Wangen erschien auf allen Kanälen bis hin ins ferne Japan, wie man hier lesen und dann auch noch hören kann. Dass Togo kommt und dass wir die WM entsprechend auch begrüßen und der Welt zeigen, dass sie hier zu Gast bei Freunden ist. Diese Aufnahmen vom Trainingsspiel hat unser Filmclub dem Sender Deutsche Welle zur Verfügung gestellt, die dann rund um die Welt gingen. Der WM-Hype, er treibt hier wahre Stilblüten. Die grün-gelben Landesfarben, sie finden sich hier auf Togo-Burgern. Bäckereien bieten Togo-Taler an. Selbst die Eisdielen haben einen speziellen Togo-Becher im Angebot. Hier ist jeder vom WM-Virus befallen. Als Einstimmung auf die Fußball-WM hatte sich die Stadt Wangen etwas Besonderes einfallen lassen. Die Spiele der 32 an der Weltmeisterschaft teilnehmenden Nationen wurden von 32 Mannschaften aus den hiesigen Grundschulen im Mai schon mal vorweg durchgespielt. Jede Grundschulmannschaft spielte mit Trikot und Nationalhymne der jeweiligen Nation. Echt war nur die französische Mannschaft, hier in Weiß-Grün, sie kam aus der Partnerstadt La Garenne, und die italienische Mannschaft, sie kam vom Sportverein Mezzana aus Prato. Im Haus Waltersbühl, wo die togolesische Mannschaft untergebracht war, erhalten die Jungen aus Prato ihr Trikot. Die Azzurri schafften es bis ins Halbfinale mit Wombrechts und zwei Teutelrieder Mannschaften und dann auch noch ins Endspiel, angefeuert nicht zuletzt vom Assessore Milone.
Schlussendlich holten die Prateser den Weltmeistertitel für Italien und nahmen damit das spätere Endergebnis in Berlin vorweg. Togos Ex-Nationalspieler Bachiron Salou überreichte den Pokal und Oberbürgermeister Lang die Medaillen. Parallel zur Mini-WM gab es ein Freundschaftsspiel zwischen dem ASV Wangen und einer zweiten Mannschaft vom Sportverein Mezzana. Auch da haben die Prateser gewonnen und für 2007 die Wangener zur Revanche nach Prato eingeladen. Die togolesische Nationalmannschaft war die erste gewesen, die angereist war, aber leider auch die erste, die abreisen musste, weil sie alle drei Vorrundenspiele verloren hat. Vor ihrem Abschied von Wangen gab es ein Riesenfest, zu der auch die Miss WM 2006 eine Togolesin gekommen war und ein paar Schuhe in den Nationalfarben geschenkt bekam. Mit einer afrikanischen Nacht dauerte das Fest noch lange. Auf einem neuen Ausstellungsgelände, das voriges Jahr im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen angelegt worden war, fand dieses Jahr die Westallgäu-Schau statt, eine zweijährige Regionalmesse, die 2004 zum ersten Mal über 100 Aussteller angezogen hatte, damals noch im vorderen Ebnet. Auch dieses Jahr war in 8 Hallen und einem Festzelt viel geboten. Und obwohl die Besucherzahl gegenüber 2004 etwas niedriger war, zeigten sich die Handwerksbetriebe und Bauunternehmen zufrieden. Zur Zeit der Ausstellung war die Fußball-WM noch in vollem Gange. Public Viewing war das neue Wort des Jahres 2006, so auch in einem Zelt bei der Westallgäu-Schau. Der Wohnmobilstellplatz im vorderen Ebnet ist dieses Jahr vom ADAC getestet und mit 5 Sternen als sehr gut eingestuft worden. Ausschlaggebend für die gute Bewertung war die solide Anlage, die ruhige Umgebung, die Nähe zur Altstadt und die moderne Sanitärstation, wo die Camper Abwasser entsorgen und frisches Wasser nachtanken können. Etwas Besonderes ist auch der Brötchenservice an jedem Morgen. Die Martins Apotheke in der Unterstadt ist nach ihrer Restaurierung zu einem echten Hingucker geworden. Während die graue Fassade vorher kaum beachtenswert war, zeigt ein altes Foto interessante Stilelemente des Jugendstils.
Sie waren während der Nazizeit per Dekret entfernt oder zugemörtelt worden, weil der Jugendstil als entartete Kunst galt. Nach dem Krieg hat der Wangener Künstler Josef Braun zwei Reliefs angebracht, links den heiligen Martin und rechts die Schutzpatrone von Arzt und Apotheker Cosmos und Damian. 2006 ist die Restaurierung fertig geworden. Von der Wetterfahne über die stilgerechten Stuckelemente wie Vasen und Rosetten und die Jugendstilschrift bis hin zur ursprünglichen und einzigartigen Fassadenquaderung. Am auffallendsten ist die Kombination zweier Rottöne. So abwechslungsreich der Gesamtaufbau ist, so harmonisch und geschlossen erscheint der Gesamteindruck. Etwas fehlte noch am Schluss, die Vase auf dem Risalit, die auf dem alten Foto zu sehen ist. Nach längeren Diskussionen wurde sie im Herbst montiert, aufmerksam von den Besitzern verfolgt und symbolisiert mit ihren herausquellenden reifen Früchten Wachstum und Leben. In der ersten Augustwoche hatten wir im Frauentor eine Ausstellung von vier Künstlern aus Prato. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir hier in diesem so schönen und kleinen Raum heute zusammen sind, um eine Ausstellung zu eröffnen von vier Künstlern aus unserer Partnerstadt Prato, Benvenuti Amici di Prato. Die Ausstellung war über die vier Stockwerke des Turmes verteilt. Christina Grossieri war im ersten Stock mit verträumt romantischen Gemälden zu sehen, im zweiten Stock Paolo Vignini mit abstrakt pointillistischen Bildern. Im dritten Stock die viel bewunderten Skulpturen in rosa Marmor aus Grosseto von Nicola Mancino, aber auch in weißem Marmor aus Carrara und grünem Marmor aus Prato. Im vierten Stock hatte Antonio Bruno seine Arbeiten in Edelstahl ausgestellt. Zur Vernissage, aber auch während der ganzen Woche und besonders während der Kulturnacht, kamen sehr viele Besucher in die abwechslungsreiche Ausstellung. Die Oper Orpheus der Unterwelt von Jacques Offenbach war 2005 von der neu gegründeten Opernbühne Württembergisches Allgäu inszeniert worden. 2006 gab es eine Wiederholung. Die musikalische Leitung lag bei Adolf Wetzel. Er hatte ein Orchester zusammengestellt aus Spielern der Jungmusikschulen von Wangen, von Prato in Italien und von Waldenburg in Polen. Nach den Aufführungen hier ging es auf Tournee zu den befreundeten Musikschulen im Osten, zunächst nach Marienbad in der Republik Tschechien mit seinem Theater noch aus kaiserlicher Zeit. Die Wangener erhielten viel Applaus, besonders auch die Tanzgruppe mit ihrem Cancan. Neben der Musik galt die Tournee dem Erhalt der freundschaftlichen Beziehungen, die von Wetzel und dem früheren Marienbader Bürgermeister Herr begründet worden waren. Die zweite Etappe ging zur befreundeten Musikschule von Waldenburg in Schlesien. Die Aufführung fand im benachbarten Bad Salzbrunn statt, dessen Kurtheater noch aus der Zeit stammt, als Schlesien deutsch war.
Als Abschluss der Tournee gab es einen Tagesausflug in die schlesische Metropole nach Breslau. Schon einige Zeit besteht bei vielen Eltern in Wangen der Wunsch nach einer Jugendkunstschule, ähnlich und parallel zur Jugendmusikschule. Im Oktober gab es in der Brassbergschule einen Schnuppertag, der unter dem Motto stand: Ein Drache bedroht Wangen. Die Kinder hatten die Aufgabe, mit Fantasie und schön gestalteten Dingen den Drachen zu besänftigen. In verschiedenen Projekten in den Bereichen bildende Kunst, Theater und Tanz haben am Schnuppertag 107 Kinder so viel Kreativität und Begeisterung gezeigt, dass der Drache wirklich das Brüllen aufgab und friedlich wurde. Inzwischen hat der Stadtrat der Gründung einer jungen Kunstschule zugestimmt, sehr zur Freude der Eltern. Schon seit einigen Jahren gehört die Adlerkäsefabrik zum französischen Lebensmittelkonzern Bel. Dieses Jahr hat die Konzernleitung die Wangener Fabrik geschlossen, obwohl sie all die Jahre mit Gewinn gearbeitet hat. Oberbürgermeister Lang war mit dem Betriebsrat eigens nach Paris gefahren, um den zuständigen Manager umzustimmen. Die Belegschaft wäre auch bereit gewesen, das Werk in Eigenregie zu übernehmen. Aber gegen das kapitalistische Prinzip der Gewinnmaximierung war nicht anzukommen. Damit geht eine lange Firmengeschichte zu Ende. Die Gebrüder Wiedemann hatten 1922 den Schmelzkäse entwickelt und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Edelcremekäse von Adler in der typischen Dreieckschachtel ein Welterfolg. Mit der Fabrikschließung geht auch ein Stück Wangener Geschichte zu Ende. Wangen trug nämlich einmal den Titel Stadt der Großkäsereien. Mit dem Bau der Eisenbahn hatten sich mehrere Großkäsereien in Bahnhofsnähe angesiedelt, weil sie auf schnelle Beförderung ihrer Ware angewiesen waren. Auf der kolorierten Postkarte ist das Werk der GEG zu sehen, das Butter und Käse produzierte und in den 70er Jahren zu Adler kam. Nun hat die letzte Großkäserei geschlossen und 60 Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Besonders ärgerlich empfindet man es als Wangener, dass der Konzern den Namen Adler weiter benutzt und mit dem Allgäu wirbt, obwohl ganz woanders produziert wird. Da vergeht einem doch der Appetit auf jedwedes Bell-Produkt. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf das Wetter des vergangenen Jahres. Es war gekennzeichnet durch viele Extreme. Auf den heißesten Juli aller Zeiten folgte der feuchteste August seit langem. Viele Feste im Freien fielen ins Wasser, wie auch der Kinderfestumzug, oder mussten abgesagt bzw. verlegt werden. Dafür war der September ein ausgesprochener Sommermonat. Die Wangener können schon seit vielen Jahren das Wetter des jeweils vergangenen Monats in der Zeitung nachlesen. Wir haben Gerhard Brückner, den Verfasser dieser Artikel, in Waltersbühl besucht. Um 7.30 Uhr misst und dann in die Registratur einträgt. Ja, Herr Brückner, seit wann machen Sie denn diese Messungen? Diese Messungen mache ich seit 1961. Und zwar am Anfang, als ich noch in Siegmanns wohnte und jetzt seit 12 Jahren hier oben in Waltersbühl. Und zwar 23 Jahre lang für das Wetteramt Stuttgart. Und Herr Brückner, wie war denn der diesjährige Herbst? Es gab wirklich einen goldenen Oktober, so etwa wie 1995 und 2001. Tatsächlich hatten wir ein stabiles Hoch bis weit in den November hinein. Und während über den Niederungen und dem Bodensee Nebel lagen, konnte man, nach dem Motto unten grau, oben blau, im Allgäu die Sonne genießen. Und insofern hatten die Deuchlrieder recht, als sie ihren schon vor 10 Jahren erlangten Titel Luftkurort jetzt allen sichtbar an die 4 Ortseingänge setzten. Während der Anwesenheit der togolesischen Mannschaft in Wangen
sind bei einer Spendenaktion 20.000 Euro zusammengekommen für zwei Operationen, die eine für einen togolesischen Bauern mit Gesichtsverbrennungen, die andere für ein Mädchen mit einer Kiefer-Gaumenspalte, die im EK in Ravensburg operiert wurde. Ganz Wangen sammelt für die Operation. So kann dem kleinen Mädchen geholfen werden. Die Initiatoren Skrotzki, Wetzel und Granziera konnten sich schlussendlich nicht nur über zwei geglückte Operationen freuen, sondern wurden am Ende des Jahres auch noch mit einem Bambi ausgezeichnet, dem begehrtesten deutschen Medienpreis. Und es ist wohl gerechtfertigt, dass wir einen Ausschnitt aus dieser von der ARD übertragenen Verleihung in unseren Jahresfilm hineinnehmen. Der eine ist Dr. Igor Wetzel aus Wangen im Allgäu. Das WM-Team Togo war in ihrer Stadt. Der Bambi in der Kategorie Engagement für Steffi Dörrer, Kevin Barth und Dr. Igor Wetzel. Na, jetzt wird's schwer. Die Welt zu Gast bei Freunden, auch bei uns im Wangen im Allgäu, hat dieser Slogan etwas bewirkt. Die WM hat uns bewegt und da wollten wir auch etwas bewegen, wenigstens ein bisschen was. Wir sind überrascht und stolz, dass gerade unser Projekt den Bambi bekommen hat. Wir danken Ihnen allen. Können Sie alle runtergehen und Platz nehmen. Noch von zwei weiteren Ehrungen wollen wir zum Schluss berichten. Kürschnerin Nathalie Endres aus Wangen. Nathalie Endres hat beim Wettbewerb Die gute Form im Handwerk den ersten Bundespreis im Bereich Kürschnerei erhalten. Bei der Feier des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks in Stuttgart hat Bundespräsident Horst Köhler sie dazu beglückwünscht. Nathalie Endres hat ihre Lehre in einem Pelzhaus in Mannheim gemacht und dort im Sommer die Gesellenprüfung abgelegt. Wir sehen sie neben ihrem Nerzjäckchen, für das sie den Bundespreis erhalten hat, natürlich auch sehr zur Freude ihrer Eltern, den Inhabern des Kirschnereihauses Meier am Marktplatz. Am Ende jedes Jahres werden im Rathaus aus der Reihe der vielen erfolgreichen Wangener Sportler die Sportler des Jahres nominiert. Stefan Stahl, das Aushängeschild der Ausdauerabteilung SG Niederwangen. Sportlerin des Jahres 2006, Dagmar Büssel. Mannschaft des Jahres 2006, Fußball-Mädchenmannschaft. Nach all dem Gezeigten kann der Schlusskommentar nur lauten: 2006 war ein bewegtes Jahr für Wangen.